So, da sind wir wieder zurück bei Mind City Jail und Polizeistation. So, in der heutigen Folge machen wir mal das Dach. In der letzten Folge haben wir schon dieses riesige Dach hier hinten drauf geklatscht. Dann die Anmeldung hier vorne haben wir auch schon fertig gekriegt. Und heute ist das letzte Dach fertig. Das letzte Dach wird heute auf jeden Fall gemacht. Das wollte ich sagen. Das sind hier die zwei kleinen Büroräume. So, kommen wir weiter hier. Jetzt ziehe ich komplett hier so lang mal die Wand. Ja, die Wand, das Dach. Ah, mit dem geilen Fernseher unten drin. Fetten Flat hier. So, mal gucken. Mache ich das jetzt hier dran? Ich glaube, ich ziehe das hier dran, genau. Ah, natürlich muss ich auch ein bisschen Glas reinbauen, wie da vorne in der Anmeldung. Weil sonst zu dunkel, ne? Zack, zack, zack. Ja, Leute, und dann haben wir es ja schon fast. Da möchte ich hier oben drauf noch so ein großes Polizeizeichen drauf bauen. Da habe ich so eine gewisse Vorstellung, ob das alles noch so passt. Das werden wir noch sehen. Mal gucken, vielleicht in dieser Folge oder in der nächsten Folge. Ah, das Gefängnis gefällt mir richtig gut. Oh, jetzt habe ich hier mich festgelabert. Obwohl, es ist nicht schlimm. Ich mache hier noch so gleich so einen Glasstreifen rein. Genau. Gucken, ob das dann reicht, wenn hier so ein Glasstreifen drin ist. Ansonsten muss ich noch mehr Glas verbauen. Weil zu viel Glowstone uns jetzt hier reinknallen, das sieht den ja aus. Bisschen Tageslicht ist immer ganz gut. Ja, Knast hat natürlich nicht so viele Fenster, ne? Ist ja auch logisch. So, jetzt schaue ich mal, ob ich das hier so reinknalle. Mal was gucken. Ach, ich komme hier gar nicht rein. Muss ich jetzt von hier rein? Ist ja schon alles zu hier. Ah, ich denke, das können wir so lassen. Und hier rein. Hier mache ich ein bisschen größeres Fenster rein. In unserem Konferenzraum. Was überlegen. Jo, jo, jo. Ich gucke gerade, wie viel Glas ich hier einbaue. Ich glaube, ich mache die Seite hier komplett zu, zu meiner linken komplett mit Beton und die andere Seite mache ich komplett mit Glas. Und dann scheint das Tageslicht direkt auf den Konferenztisch. Ich glaube, das kommt ganz gut. Mal hier zumachen alles. So, so, so. Dann bin ich mal gespannt, was als nächstes für ein Projekt entsteht. Das weiß ich selber noch nicht ganz genau. Da gibt es mehrere Sachen. Aber noch sind wir hier noch nicht fertig. Mit dem Dach ist es ja noch nicht abgeschlossen. Der Außenbereich muss auch noch fertig gebaut werden. So, die Parkplatzmarkierung und so was alles. Und rundum hier konnte man gerade schon sehen, der ganze Weg hier, das ganze Gras kommt ja auch noch raus. Ah, da muss dann nämlich eine Straße hin. So, so stelle ich mir das ungefähr vor. Obwohl, ich mache jetzt hier. Hier mache ich jetzt, glaube ich, Beton rein. So. Ja, jetzt haben wir verschiedene Glasdächer. Schauen wir uns das mal von innen an hier. Von oben kann man ja nicht genau sehen, wie hell die Räume überhaupt sind. Okay, hier ist die Anmeldung. Hier ist schon recht schön hell. Dann hier das erste Büro. Ja. Ah ja, das sieht geil aus. Doch, das passt hier. Super, super. Genau, und dahinter ist die Anmeldung. So, mal wieder raus hier. Türen schließen. Zack, du auch. Hier vorne machen wir auch noch mal kurz zu. Was war das denn? Du kommst mal eben da weg, da hinten. Tür zu. Schwebemodus. Schauen wir uns mal den Knast an. Ja, so sieht er aus. Ah, doch, der gefällt mir ganz gut. Schon ein Riesenklotz hier, wenn man dazu sieht. Mann, oh Mann.
Genau, und hier wollte ich da noch so ein großes Polizeischild drauf machen. Also den Schriftzug Police. Da muss ich gerade mal was schauen. Da brauche ich mal eine blaue Farbe. So. Nee. Was haben wir denn noch hier? Blaue Wolle. Muss mal gerade was schauen. Lapillatius. Welches Blau besser aussieht vom Polizeischriftzug? Ich würde sagen, das rechte, also die Wolle. Okay, dann mache ich mal so einen Probeschriftzug drauf. Genau, ich muss dann hier auf der Höhe bleiben. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie lang, also was heißt wie lang, wie weit der Schriftzug geht. Fängt erstmal mit P an hier. Ich muss mal gerade mal gucken, ob die Größe auch so halbwegs passt. So habe ich mir das vorgestellt, dass dann hier so Police steht. Ist das zu klein? Oder mache ich das hier in den Boden rein? Ich glaube, ich mache das echt in den Boden rein. Oder? Ich probiere mal beides aus. Die habe ich aber gerade gesehen. Brauche ich einen grauen Stein für? Ist das jetzt die Mitte? Nee. Ein bisschen klein. Das sieht man da nicht so gut vom Weiten, den Schriftzug. Machen wir hier mal so eine Linie hin. Oder ich mache die Polizei, den Polizeischriftzug vorm Parkplatz. Sieht natürlich auch geil aus. Zack. Ich probiere mal beides aus. Und dann kann man immer noch entscheiden, welches stehen bleibt und welches nicht. Ein frei, ja, das passt. Zack, zack. Ah, es könnte Knast werden, knapp werden. Schauen wir mal. Damit man wenigstens, man kann es schon erahnen, was es ist, aber damit man es wenigstens noch lesen kann und sieht, was es ist. Zack, zack. Ah, das passt sogar, geil. Könnte sogar vielleicht noch einen Tick mehr nach rechts rüber. Muss ich mal gleich schauen. Auch noch einer hin. Da auch noch zwei. Yeah. Police. Police. Obwohl, das hat schon was, wenn das oben drauf steht. Ich frage mich gerade nur, ob das noch mehr nach rechts könnte. Oder direkt hier auf der Ecke stehen bleibt. Obwohl, das könnte auch hier, genau hier vorne, wo ich hingucke, mit dem Kreuz. Ey, stimmt, das könnte doch da so rein. Ach, jetzt habe ich so viele Vorstellungen. Mist. Ich glaube, ich lege mich erstmal pennen. Ich schlafe nochmal eine Nacht drüber. Ah, schon ganz cool mit dem Schriftzug. Gute Nacht, Leute. So. Ach, schlecht geträumt. Ich habe geträumt, ich muss mich entscheiden, wo das Polizeizeichen hinkommt. Oder ich mache das hier vorne dran. Mal gucken, ob es überhaupt so dran passt. Ich glaube, da fehlt sogar noch einer, ne? Ah, gibt es viele Wege. Ah, zu viel Zeichen dürfen auch nicht hier dran sein. Das sieht da nicht aus. So ein großes Zeichen, das möchte ich auf jeden Fall hier dran haben. Ja, mit so einem Logo, das wird schon schwierig. So ein Polizeilogo, so ein Stern oder so. Wo so ein Stern, das kann ich. Das habe ich schon mal gemacht. Oh Gott, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Ah, ich kann noch ein bisschen weiter nach links gehen. Okay, ja, was sieht besser aus, wenn das mehr rechts dran ist? Also mehr hier unten oder mehr da oben? Ich glaube sogar, ich nehme das da oben weg und mache das hier unten dran. Das gefällt mir echt gut. Und hier rechts könnte ich dann zum Beispiel Jail dran schreiben. Ah, ja, dann muss das P muss ein bisschen mehr nach links. Oder vertue ich mich da jetzt? Ne, ich vertue mich da jetzt. Oh, super. Das ist ja mal ein gutes Vertun hier. Brauche ich ja doch nichts umändern.
So, so, so. Boah, geil, ich glaube, so lasse ich das dran, das gefällt mir gut. Boah, voll dran geklatscht. Dann nimm mir das hier oben mal weg. Ja. Ja, da vorne sieht das geiler dran aus. So, du kommst mal weg. Obwohl auf einem Parkplatz oder auf Rückseite mache ich nochmal dieses Police, glaube ich, dran. Muss ich mal schauen. Damit man das von jeder Himmelsrichtung so ungefähr sehen kann. Also ich mache es jetzt nicht viermal dran, glaube ich. Ich mache es wahrscheinlich nur zweimal dran. Weil viermal wäre ein bisschen zu viel. So, 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 weg mit dir. Obwohl den Strich, den könnte ich da stehen lassen. Sieht dann aus wie so ein Lüftungsschacht oder so. Boah, ja, das gefällt mir sehr gut. Yeah. Obwohl, oder mache ich jetzt hier. Ah, ne, ich schreibe mal hier Gel dran. Ne? Oh, ein J in Minecraft-Schrift. Ist das genauso hoch hier? Ne, ne? Ah, ne, ich muss hier ein bisschen runter. Ich muss hier ein bisschen runter. Dann machen wir mal ein J. Hauptsache, das gelingt mir auch. Aha. Sieht nicht wirklich aus wie ein J, oder? Meine ich das nur? Oh nein, runter. Muss ich gleich mal vom Weiten sehen. Vielleicht lasse ich auch nur Pullis dran. Nein, du kommst weg. Nein, kommst weg. Hier hin. Nee, das ist glaube ich too much. Das ist zu viel. Lassen wir das eine Pullis, lassen wir dran. Das machen wir mal weg. Ich denke, ich bleibe nur bei dem Pullis. Schriftzug. Weil der beschreibt ja auch schon vieles. Oh Gott. Jetzt haue ich hier die Mauer ein, damit die Leute raus können. Ich bin doch kein Einbrecher. Muss ich ein bisschen vorsichtig vorgehen hier. Machen wir mal am besten von hier. Schwebemodus weg. So geht's leichter. So. Weg mit dir, Wolle. Wolle, Bolle. Genau. So lasse ich das hier dran. Die andere Seite werde ich wahrscheinlich auch noch hier nochmal beschriften. Ich glaube, hier habe ich ja so richtig viel Platz. Oh ja, hier habe ich viel Platz. Dann mache ich das mal hier an der Ecke, mache ich auch nochmal den Schriftzug dran. Genau. Was so eine große Seite. Da geht das ja locker. Locker vom Hocker. Ah, komm schon. Ach, schon wieder automatisches Speichern. Ganz schön oft. In der letzten Folge war es auch schon. Aber es geht ja schnell. Eins, zwei, fertig. Oder mache ich das nicht ganz an die Ecke dran? Ah doch, ich finde das ist schon ganz gut. Ich dachte gerade, da hinten wäre es ein Eingang, da steht da eine Kuh rum. Oh mein Gott. So, machen wir weiter hier. Ein I bitte. Ich kaufe ein I. Früher war am Glücksrad. Kaufe ich ein O. Ein O wie Otto. Und ich kaufe ein B. Nein, hier. Boah, ja, richtig fett. Sieht geil aus. Vor allem, wenn die Buchstaben noch so rauskommen. Yeah, Police Department. Mit Knast. Oh Gott, hier die ganze Erde muss ich hier noch rausbuddeln. Das wird noch ein Aufwand. Oh mein Gott. Da ist noch einiges zu tun. Hier die Straße muss ich hier unten auch noch lang ziehen.
Da muss ich wieder neue Straßenzüge auch machen für die nächsten Projekte. Weil ich kann ja kein Grundstück irgendwo bauen ohne Straße. So, dann schaue ich mal, was ich hier noch so machen kann. Ah, es gefällt mir schon sehr gut so. Schlicht und einfach. Aber sieht auch aus wie so ein richtig geiler Hochsicherheitsknast. Mache ich noch, vielleicht noch was am Eingang? Mal gucken. Ah, sieht ein bisschen trist hier aus. Trist, trist, trist. Vielleicht mal hier noch so eine Anmeldung dran, ne? So eine Außenanmeldung. Ich muss gerade was schauen. Wo bin ich denn hier? Ah, hier könnte ich es zum Beispiel machen. Mach ich mal ein paar Fenster erstmal rein. Fenster. Seid ihr schon wieder weggegangen? Obwohl, brauche ich überhaupt Fenster? Fällt mir gerade ein. Ich glaube, ich brauche mal diese schrägen. Wo sind die Treppen? Nein. Treppen, Treppen, Treppen. Genau. Nicht mal die. Das habe ich bei McDonald's auch so gemacht. Genau, ich glaube, ich mache hier so eine kleine Anmeldung einfach. Ich brauche mal eine Scheibe eben. Ach, das sind diese Scheiben. Eigentlich wollte ich die anderen, aber egal. Obwohl, die sind auch ganz gut. Da brauche ich ein Schild. Da schreibe ich einfach mal dick Anmeldung dran. Habe ich drin zwar auch. Aber hier muss alles doppelt geprüft werden hier. Anmeldung. Genau, kommt man hier lang so. Da kann man eben sagen, ich müsste da und dahin. Zack. Dann geht es hier weiter durch die Tür. Ah, doch, die passt schon, die Anmeldung. Oh, gefährlich, ich bin im Gefängnis. War ich noch was am Außenbereich? Der war eigentlich. Wie kommt ihr denn jetzt hier rein? Och Gott, die Tiere, die spawnen überall. Eigentlich dürftet ihr gar nicht hier sein. Ach, hier muss ich auch noch Schalter dran bauen, fällt mir ein. Nein, den habe ich ja schon drinne. Da ist er doch. Sonst kommen wir hier gar nicht raus. So, Hochsicherheitstrakt. Wow, sieht schon geil aus. Von da oben in der Ecke. Oder in die Ecke. Da muss ich noch was machen. Ah, die Treppe konnte nicht ganz mittig sein. Hier sieht man links drei Blöcke. Hier sind zwei Blöcke auf der anderen Seite. Das ging nicht anders. Ach, ich finde das mir schon ganz gut gelungen hier so. Nochmal da hinten eben kurz die Ecke möchte ich mal eben ausbauen. Hab gerade gedacht, ob ich mir hier auch noch so einen Turm reinmache hier, so einen Bewachungsturm. Was mache ich denn jetzt hier rein? Doppel-M. Ich glaube, ich mache einfach. Ich glaube, das habe ich unten auch gemacht. Ich mache einfach die rote Wand hier rein. Genau, lassen wir das so. Ich habe gerade gedacht, ich muss mal gerade was gucken. Ah, ne, Don, ich habe gerade gedacht, ich mache hier so ein Bildschirm dran. Ne? Bisschen Glowstone könnte ich da unten verarbeiten, merke ich gerade. Bisschen dunkel. Boah, eine Menge Zellen sind hier. Mehr Zellen als Einwohner hier. Ach, ich bin im Schwebemodus. Oh Gott. Mal gucken, ob ich hier ein bisschen Glowstone mit reinarbeite. Gucke vielleicht in der Ecke hier. So. Und hier auch nochmal als Lichtquelle. Ja, so lasse ich das. Ich habe hier zwar noch genügend Platz. Oh, aufgeräumt hier der Zellentrakt. Bin stolz auf euch, Jungs. So, ich hab Feierabend. Sicherheitsschleuse. Ah, oh, es wird schon wieder dunkel. Ah, ich muss jetzt auch nach Hause, ich hab Feierabend. Da. Dann steige ich mal in mein Ferrari oder mein Lamborghini. Auch nochmal zumachen. Obwohl hier.
glaube, hier könnte ich auch so eine Eisentür reinbauen. Hammer gucken. Sind ja noch Kleinarbeiten. Oh, der Mond geht unter. So, und ich mache jetzt mal ein Folgenpäuschen. Bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao.